Wir sind hier im Wirbelsäuleninstitut München im Arabella Park. Bei mir Dr. Peter Krause, wie der Name schon verrät. Hauptgebiet ist das Thema Wirbelsäule. Was werden im Wirbelsäuleninstitut hauptsächlich für Krankheitsbilder denn behandelt? Wie Sie schon sagten, im Wirbelsäuleninstitut behandeln wir natürlich Wirbelsäulenprobleme, Rückenschmerzen und zum Großteil Patienten, die kurz vor einer möglichen Operation stehen oder diese, wenn möglich, vermeiden wollen. Also unser Schwerpunkt ist die minimalinvasive Behandlung von Wirbelsäulenproblemen und darauf haben wir uns spezialisiert und da decken wir im Prinzip das gesamte Spektrum ab, also von der klassischen konservativen Behandlung bis hin dann zu minimalinvasiven Eingriffen, die wir dann in einem ambulanten OP durchführen. Ich habe Rückenschmerzen, ich finde sie, ich komme bei Ihnen vorbei. Wie geht es dann weiter? Wie ist der Ablauf bei Ihnen in der Praxis? Bei uns kriegt erstmal jeder Neupatient, das ist mir immer wichtig zu sagen, weil das auch wie man von anderen Patienten hört, doch mittlerweile nicht mehr üblich ist, mindestens 30 Minuten Zeit eingeplant, häufig auch länger, weil wir wissen, dass Wirbelsäulenpatienten häufig komplizierte Vorgeschichten haben. Das fängt schon mit den Unterlagen an, mit der Sichtung der Unterlagen, mit den Sichtung der Röntgenbilder in Form von CDs und. Und das muss man sich vorher natürlich schon mal vernünftig anschauen. Und dann wird der Patient natürlich erstmal befragt. Das heißt, der klassische Algorithmus, Befunderhebung, Anamneseerhebung, Untersuchung und dann entsprechende Diagnostik, falls noch nicht vorhanden, entweder ein Röntgenbild, digitales Röntgen haben wir hier. Haben Sie vor Ort. Genau. Oder dann ein MRT, was nicht hier steht, aber wo wir in einer Apparategemeinschaft letztendlich sind und das auch anwenden oder nutzen können. Und gut, dann wird letztendlich aufgrund dieser Befunde dann eine Diagnose gestellt und dem Patienten eine entsprechende Therapie vorgeschlagen. Und die Therapie erfolgt dann hier bei Ihnen und von Ihnen. Genau. Das ist mir auch wichtig, nochmal hinzuweisen, weil ich es auch anders häufig kenne, ja, dass Patienten sagen, die waren dreimal beim Arzt, eigentlich in derselben Praxis, aber dreimal haben sie einen anderen Arzt gesehen. Und bei uns läuft das wirklich, da stehe ich also zu meinem Wort, wirklich von der ersten Minute bis zur letzten Minute dann über einen Therapeuten, in dem Fall über mich. Und das heißt also von der Diagnosestellung bis hin zum Therapievorschlag und zur Therapie ist das alles in einer Hand. Und die eventuellen Eingriffe werden dann auch hier vor Ort vorgenommen? Genau. Wir haben da einen kleinen ambulanten OP, wo wir viele Eingriffe halt unter Röntgenkontrolle, unter digitaler Röntgentechnik machen können. Das heißt sehr zielgerichtet. Und einmal in der Woche kommt auch ein Narkosearzt zu uns, mit dem wir schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten. Und da können wir auch Eingriffe in Kurznarkose, in Dämmerschlafnarkose machen. Auch für Patienten mit Spritzenangst, Spritzenphobien bietet sich das an. Das geht immer an einem Dienstagnachmittag zum Beispiel. Thema Spritzenangst ist ja auch Ihr Spezialgebiet hier. Welche Patienten betrifft es und welche Eingriffe können Sie da vornehmen? Und wie läuft sowas ab? Der klassische Spritzenangstpatient ist ein Patient, der, wenn man nur das Wort Spritze in den Mund nimmt, schon bleich wird. Das hat häufig natürlich auch seine Vorgeschichte, in der Kindheit eine missglückte Impfung, die wehgetan hat und. Also da nützt es erfahrungsgemäß wenig zu beruhigen, zu sagen, wir machen eine schöne örtliche Betäubung mit einer ganz dünnen Nadel und dann merken sie nichts. Erfahrungsgemäß funktioniert das in den wenigsten Fällen und das ist dann auch für den Patienten, aber auch für den Therapeuten, dann muss man auch immer sagen, dann auch kein vernünftiges Arbeiten, weil man immer mitrechnen muss, dass der Kreislauf irgendwie mal runtergeht und das ist natürlich dann, wenn Sie da am Therapieren sind, kein gutes Ding, auch für den Therapeuten, aber natürlich auch nicht für den Patienten, klar. Insofern betrifft es alle Patienten mit Spritzenphobien, die wissen das natürlich schon und letztendlich auch alle Formen von Behandlungen. Ja. Am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch mal gedacht, jetzt für eine Kniespritze, für eine Arthrosespritze, eine Aufbauspritze, die man eigentlich so schnell mal machen kann, in Anführungsstrichen, extra eine kleine
Narkose zu machen. Ist es nicht zu viel? Aber nein, die Narkosen sind heutzutage wirklich so schonend und die Patienten gehen auch wieder fit nach Hause, dass man das schon in solchen Fällen dann nutzen kann. Das ist natürlich nicht die Regel, das sind eher die Ausnahmen. Ja. Aber das bieten wir an und es wäre eigentlich schade, wenn ein Patient aufgrund einer Spritzenphobie, für die er ja nichts kann, um Gottes Willen, ja, dann eigentlich gängige Therapien, moderne Therapien, die für ihn sinnvoll sind, nicht nutzen kann. Und dann haben wir natürlich auch Eingriffe, kleinere Bandscheibeneingriffe, minimalinvasive mit Wärmeanwendungen oder Verödung, Schmerzverödungen der Iliosakralgelenke zum Beispiel. Gut, die tun dann schon weh, auch in lokaler Betäubung. Ja. Und da bietet es sich eher an, eine intravenöse Dämmerschlafnarkose oder Analgosidierung, wie man es dann im Fachjargon nennt, zu machen. Also bei allen Arten von Rückenschmerzen, Wirbelsäulenbeschwerden, Beschwerden im Iliosakralgelenk bin ich bei Ihnen richtig aufgehoben. Das ist richtig. Wir haben uns spezialisiert auf das gesamte Spektrum der Wirbelsäulenerkrankung. Das heißt, Wirbelsäule besteht ja nicht nur aus der Lendenwirbelsäule, aus dem Rückenschmerz unten, sondern Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, Kopfgelenke und auch Iliosakralgelenke gehört auch noch dazu. Es ist ja ein Bereich, der häufig Probleme macht und auch teilweise schwierig zu behandeln ist. Ja. Aber das ist unser, ich sag mal, etwas salopp täglich Brot. Ja. Was auch wichtig ist, nochmal zu erwähnen, ist ja, dass Patienten häufig kommen mit unklaren Rückenschmerzen. Die haben Rückenschmerzen, aber man weiß nicht, wo es herkommt. Und wenn man sich die Bilder anschaut, die häufig schon in vielfältiger Anfertigung vorliegen, dann sieht man verschiedene Veränderungen. Aber da muss man erstmal herausfiltern, gut, wo kommt der Schmerz denn genau her? Ne? Und da bringe ich gern immer einen abgedroschenen Spruch, aber den muss man sich immer wieder vor Auge führen, nämlich, dass die Therapie letztendlich nur so gut sein kann wie die Diagnose. Ja? Das heißt, ich kann noch so gut therapieren, aber wenn zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall nicht die Ursache war, dann kann ich den noch so super behandeln, anspritzen, operieren letztendlich oder wie auch immer. Der Patient kann nicht schmerzfrei werden, weil die Ursache eine andere ist. Und da geht's, sehen wir auch so ein bisschen, und ich persönlich auch meinen Schwerpunkt, erstmal zu schauen, wo kommt der Schmerz genau her. Ja? Und dann kann man dem Patienten eine adäquate Therapie anbieten. Die sollte immer halt so wenig invasiv wie möglich, aber halt so ja, effektiv wie möglich sein. Dr. Peter Krause, vielen Dank. Danke auch.